Hallo Modellbauerkollegen, ich habe hier ein Problem, das mir noch nie zuvor vor die Augen gekommen ist, vor die Linse gekommen ist. Und zwar habe ich hier einen Hobby King 4023 Motor. Den könnt ihr da hoffentlich sehen, ja, da sieht man ihn. Und ein Hobby King Plush 32 mit 40 Ampere. Dazu hier die X7S. Alles auf die neueste Software geflasht. Und jetzt startet der Motor einfach, beziehungsweise versucht jetzt zu starten. Seht ihr? Ja, da schon wieder. Und das macht er in regelmäßigen Abständen. Der Motor wurde kalibriert, beziehungsweise der Regler wurde kalibriert. Die X7S wurde kalibriert. Aber trotzdem macht er jetzt diese Art da schon wieder. Diese merkwürdigen, Startversuche. Der Empfänger hier ist total okay. Der hat die ganze Zeit funktioniert. Den habe ich schon länger. Das Signal. Lass mal kurz die Signalstärke gucken. Hier, Signalstärke ist auch wunderbar. Und ich weiß mir darauf keinen Reim zu machen. Vielleicht könnt ihr hier helfen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.